Thank you.
Zeit kraftvoll einen Wirt. Freiheit, 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 welche Freude ist die eine, die den Menschen lieben lässt, liebend frei zu Wozu machen Sie das? Ja, wenn ich das wüsste, würde ich dir das sagen. Hey! Du weckst hier alle aus dem Tiefschlaf auf. Das wünscht ich mir. Entschuldigung? Wozu machen Sie das? Wozu atmest du denn? Weil ich leben muss. Na siehst du, ich muss auch leben. Darf ich ein Foto von Ihnen machen? Kannst du machen, aber ich frag dich nicht wozu. Janik? Ja, ich habe jetzt endlich die Idee für den Film, glaube ich. Genau, ja. Magst du noch Kontakt aufnehmen mit Aaron und Alex? Genau, treffen wir uns einfach gleich bei Marx und Engels, wie immer. Super, bis gleich. Hallo. Ah, auch schon da. Schau mal, kennst du den?
Den oder den? Komm hör auf, der hier. Ah ja, das ist dieser Kauz, der hier immer rumläuft. Du bist ein verrückter Kerl. Aber könnte echt was hergeben, die Geschichte. Über den willst du was filmen? Ja. Ja. Du weißt, ich bin eh immer dabei. Ah, da kommt er. Hallo. Ja, super. Also sind wir uns einig, oder? Ja, probieren sollten wir es. Auf jeden Fall. Super. Dann werde ich jetzt noch Kontakt mit der Clara aufnehmen und melde mich, sobald ich was von ihr gehört habe. Ciao. Ciao. Ach, hallo, Ben. Hallo. Grüß dich. Schön, dich zu sehen. Gut, schaffst du's. Wir haben ein neues Projekt. Und zwar haben wir jemanden kennengelernt. Der verziert die ganze Stadt mit diesen Schriftzügen. Und wir würden gern dich dazu holen, damit du den interviewst und Fragen stellen kannst. Französische Revolution. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Ja klar, da hätten wir auch selber drauf kommen können. Offenbar nicht. Mich interessiert die Französische Revolution eher nicht. Was soll ich denn? Ja, dann, du könntest dich ja dann mehr auf die Persönlichkeit fokussieren. Wie er dazu gekommen ist. Also die Geschichte vom Leben eines Penners. Ja. Mhm. Das kann ich mir vorstellen. Mich würde auf der anderen Seite tatsächlich trotzdem das Revolutionäre oder die Französische Revolution dahinter und auch das Politische sehr interessieren. Aber ich glaube, da würden wir auch eine Balance finden. Und wo ist er? Ja, das ist immer ein bisschen schwierig, weil er immer woanders ist. Aber ich bin mir sicher, wir finden ihn. Aha. Da bin ich mir sicher. Na dann? Thank you.
Hi, Ben. Ja, ich glaube, ich habe ihn gefunden. Ich würde dir einfach einen Standort schicken, okay? Hier passt. Bis dann. Wisst ihr eigentlich, wer in Hollywood-Filmen die Wahrheit sagen darf? Ich bin noch nie Gedanken drüber gemacht. Na, ich sag's dir. Das sind die Irren und die Besoffenen. Prost, denn, ne? Ja, wenn man drüber nachdenkt, ist wahrscheinlich was dran. Oh, danke, gerade nicht. Hi, Ben. Hi. Ihr kennt euch. Wir haben sie gesucht. Wir würden sehr gerne einen Film mit ihnen machen. Mit mir? Ich bin noch völlig uninteressant. Könnten Sie sich das vorstellen? Ja, vorstellen kann ich mir viel. Würden Sie mitmachen? Ich könnte mir es vorstellen, wenn ihr wirklich Interesse hättet. Wenn ihr wirklich auf mein Herzensanliegen eingehen würdet. Deswegen fragen wir Sie ja. Dann habt ihr euch aber ein schweres Thema ausgesucht. Umso besser. Wie lange habe ich auf diesen Moment gewartet? Wo ist er? Ja, eigentlich müsste er schon hier gewesen sein. Wir haben uns hier getroffen. Du machst mir echt Spaß. Guck mal, der ist schon weg. Das ist es doch, oder? Ja, das ist ja toll. Ja, ist ja super. Vorsicht, nicht drauf treten. Ist das irre? Ist das irre? Und da hinten auch, genau. Wann macht er das denn? Im Dunkeln oder wie? Vielleicht hat er eine Taschenlampe. Pass auf, gell? Hau dich nicht. Gleichheit. Da ist noch eine Wahrheit. Guck mal. Der hat das gleich auf der Brückenseite auch gemacht. Also, das gibt's ja nicht. Für wen, ja? Für wen macht er das? Komm mal mit. Gleichheit. Brüderlichkeit. Ben, guck doch mal, ist er das? Ja, doch. Echt? Dann gehe ich jetzt da runter, oder? Na, der ist ja gut drauf, da trinkt er. Der trinkt ja richtig. Ja, dann machen wir noch schnell um und du kannst schon mal runter. Ja. Nicht, Mann! Wollen Sie auch rein? Hm?
Haben Sie einen Becher? Oder soll ich das in die Flasche schütten? Das ist eine gute Idee. Becher haben wir ja noch. Und was wird das, wenn es fertig ist? Sind aber auch gut drauf hier. Was ist das? Wodka oder was ist das? So einfach geht das nicht. Ja, wir haben ja Zeit. Was machen Sie denn um die Zeit in der Gegend? Ich suche nach der Wahrheit. Mhm. Danke. Ist das? Zu viel Schwung, es tut mir leid. Na denn, Mann, Prost. Zum Wohl. Prost. Was Warmes ist jetzt wirklich sehr nicht gut. So schlecht, obwohl das, was Sie da trinken. Wollen Sie einen Schluck? Nee, bitte nicht. Danke. Wohnen Sie hier unten? Was heißt das? In der Villa da hinten? Mal hier, mal dort. Ich bin ja ein freier Mann. Mhm. Verstehe. Schon mal bessere Tage gesehen, was? Das können Sie aber laut sagen. Hm. Aber hier ist schön. Finden Sie nicht? Ich finde es schön. Ja, ne? Und diese, diese Schriftstücke da auf der Brücke? Haben Sie schon gesehen? Der Ben hat mich darauf aufmerksam gemacht. Der Ben? Ja. Denn sind Sie die... Wie, wer? Die die Interviews machen will? Ja, wenn Sie Lust haben. Ich meine, ich werde Sie nicht zwingen, ja? Das Freiheit muss sein, ja? Prost. Das können Sie aber nicht, aber... Das war ja ein bisschen raffiniert von dir. Mit dem Kaffee und... Wieso? Und na, das ist ja nur wirklich passiert. Ich meine, es hat ja gekleckert, das kann man ja sehen. Dann sind die alle schon da. Okay, Clara, wir hätten dann alles aufgebaut. Wunderbar. Also, wollen wir? Das ist aber sehr schön eingerichtet. Mann, was ein Bild. Schön. Genau, so wie ich den alten Herrn einschätze, wird das alles ein bisschen länger dauern, weil der braucht einfach ein bisschen. Ja und? Also jetzt bin ich schon da, jetzt habe ich auch Zeit. Aber bitte, jetzt verrat mir mal bitte, was du eigentlich genau wissen willst. Ja, ich habe ihn ja dabei gesehen, wie er in Berlin einfach auf die Straße Sachen gemalt hat. Und die ganzen Wörter. Also überall? Überall. Und das fand ich ganz spannend. Das war vorwiegend, glaube ich, Wahrheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Ja? Und? Genau. Wahrheit. Mhm. Bitte, ich möchte gerne verstehen, warum Sie das Ganze machen. Ja, jetzt sind wir wirklich beim Thema. Ja? Deswegen sind wir da. Die Frage ist eigentlich für die Jugend, für die junge Generation, dass es wirklich darum geht, einen gesellschaftlichen neuen Schritt zu machen. Und da haben wir den Anknüpfungspunkt tatsächlich schon im 18. Jahrhundert. Wenn ich Sie jetzt gleich fragen darf, was haben denn dann so alte Begriffe aus dem 18. Jahrhundert mit 2020 zu tun? Aber jetzt kommt die interessante Frage schon von der Jugend. Was ist 2020 damit zu machen? Ja. Und das wollen wir ins Gespräch bringen. Ich darf mal fragen, Sie schreiben Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, aber davor setzen Sie Wahrheit. Ich würde gerne verstehen, warum Sie diesen Begriff davor setzen. Also die Wahrheitsfrage ist die zentrale Frage. Es ist der Ausgangspunkt. Das Problem ist nur,
Fast alle wollen immer eine schnelle Antwort, auch die jungen Leute. Frage, Antwort, Frage, Antwort. So können wir nicht arbeiten. Die Dinge müssen entwickelt werden, wenn wir irgendwie weiterkommen wollen. Also diese Geduld brauchen wir. Das häufigste Argument ist das folgende. Du hast deine Wahrheit, du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit. Das ist ja nicht falsch. Aber es sind, man könnte sagen, Teilwahrheiten. So, so, so und noch so und noch so und noch so. Ja. Und nun hört man auf zu denken und sagt, das ist die Wahrheit. Das ist eine Teilwahrheit. Denn wenn du dir wirklich überlegst, wenn es Teile gibt, muss es ein Ganzes geben. Also, machen wir ein ganz einfaches Beispiel. Früher hattest du eine Torte, 12 Stücken drauf. Heute sind es 16, ja, aus demselben Umfang. Das ist der Geiz von heute. Also, man nimmt jeder ein Stück. Wir haben heute 16 Gäste, also kriegt jeder ein Stück Torte. So. Wenn es keine Torte gäbe, gäbe es keine 16 Teile. Also muss, wenn es eine Teilwahrheit gibt, und die, glaube ich, da sind wir uns einig, die gibt es, dann muss es die Wahrheit geben. Die Antwort darauf, was die Wahrheit ist, das ist eine andere Frage. So, das wäre der Ausgangspunkt. Dass wir wirklich verstehen lernen, dass es die Wahrheit gibt. Weil sonst könnte es keine Teilwahrheit geben. Also die Wahrheitsfrage steht vorne an. Sie steht vorne an, weil sie in direkter Verbindung steht mit der Freiheitsfrage. Also wo ist die Verbindung zwischen Wahrheit und der Freiheitsfrage? Der Mensch, damit er frei sein könnte, ob er das kann, da sind wir noch gar nicht. Wenn der Mensch frei sein kann, dann muss er zweierlei können als Fähigkeit. Das eine ist, er muss lügen können. Das muss er können. Lügen ist eine Fähigkeit. Und er muss sich irren können. Wenn der Mensch sich nicht irren kann, wenn er automatisch immer das Richtige machen würde, dann würde er sich nie irren, aber er wäre eben ein Automat und kein Mensch. Ja? Und auch die Fähigkeit zu lügen, es hört sich merkwürdig an, aber es ist eine Fähigkeit. Das können wir heute ja öfter sehen, dass das wirklich manche ganz gut beherrschen. Also der entscheidende Punkt ist jetzt, wie hängt die Freiheit mit der Wahrheit zusammen? Der Mensch kann lügen, er kann sich irren, aber in dem Moment, und das ist ein merkwürdiger Punkt, in dem Moment, wo er lügt, ist er sofort gefesselt, ist nicht mehr frei. So, das heißt, dass da der eigentliche Drehpunkt ist, dass man sagen kann, worauf beruht die Freiheit? Sie beruht auf der Wahrheit. Weil in dem Moment, wo der Mensch lügt, fesselt er sich selbst an das, was er tut. Und das Problem soll nicht unser Thema sein, aber das Problem ist, dass er dadurch alle fesselt, die ihm glauben. Und da sitzt das tiefe Problem. Und da ist die Freiheitsfrage dann sehr im Vordergrund. Ja. Und insofern hat gerade die Wahrheitsfrage mit der heutigen Zeit eben doch sehr viel zu tun. Ja. Denn es ist nicht so einfach, heutzutage wirklich zu unterscheiden, ist es unwahr oder wie man eben deutlich sagen müsste eigentlich, was ist die Lüge und wo ist es der Irrtum. Da gibt es sehr klassische Beispiele. Man hat gelogen, ist im öffentlichen Leben recht oft. Man hat gelogen, man leugnet immer, dass man gelogen hat, bis man überführt ist. Und was sagt man dann? Ich habe mich geirrt. So, und das ist der Knackpunkt an der Stelle. Jetzt haben wir die nächste Lüge. Denn ich müsste jetzt ehrlich sein und sagen, stimmt, ich habe gelogen.
Durch was für ein Erlebnis oder Ereignis in Ihrer Biografie ist das so ins Zentrum Ihres Lebens gerückt, dass Sie wie obsessiert sind davon? Ich hätte immer ein Erlebnis. Es gibt mehrere, aber dann haben wir einen Ausgangspunkt. Hm? Ich bin ungefähr 15 Jahre alt in der Schule, Realschule. Da erzählt der Lehrer irgendwas von Giordano Bruno. Ich habe gar nicht kapiert, was der eigentlich gemacht hat, sondern Folgendes. Der Lehrer erzählt, ist ja 1600 auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden, erzählt, dass er für die Wahrheit sein Leben gelassen hat. Mhm. Und in dem Moment, kennst du vielleicht auch, ja, innerlich, für die Wahrheit sein Leben lassen. Mhm. Und dann, ja, war der erste Explosion, und die zweite kam gleich hinterher. Ja. Für die Wahrheit ist kein Platz in der Welt, die ist voll. Mhm. Und muss irgendwie einen Spalt, wo die rein kann. Mhm. Also, für die Wahrheit sein Leben zu lassen, das war unglaublich. Mhm. Und dann nicht nur eben ruckzuck, sich verbrennen zu lassen für die Wahrheit. Das ist ein Erlebnis, aber das vielleicht mitentscheidendste. Für die Wahrheit lasse ich mein Leben. Ja. Ja. Das ist etwas. Und das Zweite ist, es ist kein Platz für die Wahrheit. Man muss sie schaffen. Das sind die beiden Dinge, die mir damals aufgegangen sind, mit etwa 15 Jahren. Was, o Mensch, ist dir und mir die Freiheit wert? Wo ist dein Freund? Der kommt schon. Wieder nicht da. Ja, es wird schon. Wird schon. Hoffentlich hat er mit uns so viel Geduld wie wir mit ihm. Hatte ich, glaube ich, ja was. Nee. Ich höre nichts. In unserer heutigen Vorbesprechung haben Sie gesagt, der Freiheitsbegriff ist ein revolutionärer Begriff. Was meinen Sie damit? Die Freiheitsfrage ist die zentrale Frage für unsere Zeit. Und das Revolutionäre würde schon beginnen, wenn man die Freiheitsfrage wirklich ernst nehmen würde. Wirklich ernst nehmen würde. Unsere ganze Gesellschaft wäre schon dann eine andere. Aber es kommt noch einiges dazu. Was ist Freiheit wirklich? So, darüber kann man intellektuell reden und reden und reden und reden und alle wissen Bescheid und alle nicken. Was ist das Revolutionäre? Und mir scheint, der erste Schritt ist, dass man die Freiheitsfrage wirklich ernst nimmt. Und sie wird nicht ernst genommen. So, und dieser Ausgangspunkt, dass der andere
der andere Mensch meine ich, ja, dass er wirklich in diese Haltung kommt, ich habe keine Ahnung, was der andere eigentlich will. Ich verstehe ihn nicht. Und wenn ich diese Haltung nicht einnehmen kann, dann redet man und redet aneinander vorbei und redet und jeder geht nach Hause und man weiß, der andere ist sowieso nicht richtig drauf. Wie kommt man dazu, dass wir uns wirklich ernst nehmen in dem, was wir hören? Nicht nur in dem, was wir sagen, sondern auch, was der andere sagt. Und das kann niemals das sein, was ich denke. Und wie ist es möglich, so zuzuhören, dass der andere meinen Gedanken denkt, unabhängig davon, was er selber denkt? Ja, jetzt kann man sagen, der ist ein alter Mann und der redet irgendwie dahin. Und diese Fähigkeit, die fehlt uns. Wir wissen nur selber ganz genau, wie die Dinge liegen. Aber wirklich verstehen besonders für die Jugend, wirklich verstehen zu wollen, heißt, dass ich selber, ich, wenn ich zuhöre, meine Gedanken wirklich abschalten kann, dass da wirklich Funkstille ist. Und nur das, was der andere jetzt sagt, in dem Fall der alte Zause, dass ich erstmal das alles in mir denken lasse, was der da denkt. Und die Regel ist, das stimmt nicht, muss man anders sehen, das ist so, das sowieso, der hat sowieso keine Ahnung. Sodass wir kommen nicht zum Freiheitsbegriff, weil immer ist irgendwas dazwischen. Und wie kriegen wir das dazwischen offen, dass man überhaupt noch irgendwas versteht? Und das wäre der Ausgangspunkt. Es wäre revolutionär, und das meine ich als ein Aspekt, wirklich zuhören zu lernen. Denn zum Beispiel ich in der Jugend, ja, ich habe nur gewartet, bis der andere endlich aufhört, dass ich mein Ding sagen kann. Dadurch habe ich aber nie verstanden, was der eigentlich zu sagen hat. Ich weiß immer schon vorher meine Antworten. Ich habe nicht verstanden, was der andere gesagt hat. So, und dieses Ausgangsproblem wäre der erste revolutionäre Schritt, wirklich zuhören zu können. Ohne dass innerlich irgendein Gedanke dazwischen kommt und sagt, naja, lass ihn mal zu Ende reden. Also Schweigen im Denken und Schweigen auch in den Empfindungen. Da haben wir gut zu tun. Und das wäre ein erster revolutionärer Schritt, weil wir tun es heute nicht. Gleichheit ist der revolutionäre Demokratiebegriff. Ich kann damit leider überhaupt nichts anfangen. Ich würde sie aber gerne verstehen. Was heißt denn das jetzt konkret? Wann und wo sind wir gleich? Also ich meine jetzt wirklich das im Lebendigen. Wo ist das so? Wenn man jetzt fragt, was ist eigentlich Demokratie? Und man nimmt jetzt auch diese Frage wieder ernst. Und nicht, ja, wir sind demokratisch, und dann guckst du nach Osten, die sind die Antidemokraten und die Links sind nicht und die Rechts nicht und der Rest ist dann Demokratie. Nein, das ist nicht Demokratie. Die Gleichheitsfrage heißt, dass jeder, wirklich jeder mündige Mensch mitbestimmen kann und mitgestalten die gesamte gesellschaftliche Atmosphäre. Die gesamte. Und zwar wirklich konkret, was machen wir und tönen wirklich damit? Demokratie, Demokratie, Demokratie. Was machen wir konkret? Wer überhaupt wählt, darf in 4 Jahren an einem Tag, und dann ist noch der Heilige Sonntag, da darf er wählen gehen und dann soll er die Klappe halten.
Demokratie ist, wenn man sie ernst nimmt, dass der mündige Mensch, ich wiederhole mich, ich werde mich öfter wiederholen, falls wir alles zusammen überhaupt hinbekommen, dass Demokratie heißt, jeder mündige Mensch, sagen wir mal grob gesagt 21 Jahre, weil man fragt immer, wann ist denn der Mensch mündig? Ja? Ein Leben lang kann er dran arbeiten. So. Und wenn jeder Mensch wirklich mit 21 Jahren, wenn er das will, wirklich die gesellschaftlichen Verhältnisse, ja, das ist für euch Junge, ist das wirklich wichtig, dass ihr nicht sagt, ja, Demokratie ist das, was da ist. Das sind alles Versuche. Demokratie wirklich heißt, dass wir mitgestalten können. Und zwar nicht, dass wir fragen, ob wir mitgestalten können, sondern dass wir mitgestalten. Aber wo tun wir das? Wo gibt es ein Land, wo man wirklich mitgestalten kann? Und zwar die gesellschaftlichen Verhältnisse wirklich so, wie die Menschen es wollen. Und was die Politik macht, ist meistens nicht, was die Menschen machen wollen. Und man ist nicht gleich ein Antidemokrat, wenn man es so ausspricht, wie ich das tue. Das Revolutionäre, das war ja jetzt Ihre Frage. Ja? Das wirklich Revolutionäre auch an dieser Stelle. Damit ist noch nicht alles gesagt, natürlich nicht. Gleichheit heißt wirklich demokratisch mitgestalten können für den, der will. Und das wird kommen, es wird kommen. Und das heißt, dass wir manches, was wir heute haben, einfach nicht mehr brauchen werden. Ja? Es werden andere Verhältnisse kommen. Der Revolutionsbegriff der Brüderlichkeit ist völlig unverstanden. Und als Begründung führten sie aus, dass man Brüderlichkeit in Geschwisterlichkeit umbenennen will, bevor man die Brüderlichkeit verstanden hat. Können Sie das näher ausführen, bitte? Ja, Sie haben es schon richtig betont, dieses bevor. Ich weiß noch nicht, was Brüderlichkeit ist und schon will ich Geschwisterlichkeit, weil wir haben eine andere Zeit. Man schaut nur auf den Bruder und fragt, wo ist die Schwester? Ja, ist ja eine berechtigte Frage. Ja? Aber wenn ich wüsste, was jetzt Brüderlichkeit, wenn ich es ernst nehme, bedeuten würde, dann würde ich mir überlegen, ob ich es in Geschwisterlichkeit umbenenne. Denn dann wüsste ich, dass Brüderlichkeit kein Geschlechtsbegriff ist, sondern eine Fähigkeit. Die Fähigkeit, einem anderen Menschen, Brüderlichkeit, einem anderen Menschen, der in Not ist, aus dieser Not zu helfen, so gut es geht. Und fragen wir uns, ja, wir Reichen aus dem sogenannten Westen, fragen wir uns, wann sind wir brüderlich miteinander? Es gibt viele Situationen, ja, es hat sich viel geändert, helfen zu wollen, aber brüderlich sein ist ein gesellschaftliches Problem. Wenn ich Geld dahin gebe, dorthin gebe, da einen Brunnen baue, soll alles sein. Aber brüderlich sein heißt, dass keine Armut in dem Land ist, in dem man lebt. Die Armut ist etwas, was da ist. Und es hat damit zu tun, dass wir etwas nicht tun, indem wir nicht hinschauen, wo die Not wirklich ist. Man hat immer einen Grund. Warum lebt er auf der Straße? Warum macht er dies? Warum macht er das? Wenn er ordentlich arbeiten gehen würde und was so alles kommt. Brüderlichkeit ist eine Fähigkeit. Die Fähigkeit von sich abzusehen. Ja, das ist für die Jugend so wichtig. Wirklich auf den anderen, nicht auf mich. Brüderlich heißt, ja, praktiziert. Dass es wirklich darauf ankommt, ganz von mir abzusehen und mich ganz der Not oder dem, was nötig ist, des anderen zuzuwenden. Aber wirklich, dem anderen. Und das tun die Menschen, das stimmt.
Aber als gesellschaftliches ist nichts bei uns verwirklicht. Ist das nicht ein Ding, dass wir hier auf unseren Regiestühlen sitzen und über solche Fragen sprechen können? So, jetzt guck mal nach Westen. Ich gehe jetzt nur davon aus, was getönt wird, noch nicht, ob das realisiert ist. Ja? Freiheit, Freiheit, Freiheit und gerade noch Demokratie. Schluss. Nicht? Je weiter man dann nach Osten kommt, nennt man Demokratie oder wie auch immer. Und da ist auch Solidarität. Solidarität ist nicht brüderlich, aber ist schon eine Richtung. Ja? Sodass man sagen könnte, im Osten ist mehr das Gleichheitsmoment und eben das Brüderlichkeitsmoment, das ist stärker da. So, jetzt merken wir, im Osten fehlt eins, die Freiheit, und im Westen fehlt die Brüderlichkeit. So. Und wir sitzen in der Mitte, dann fangen wir doch wenigstens an, in unserer Gesellschaft alle drei miteinander zu verbinden. Das wäre der erste wirkliche revolutionäre Schritt. Freiheit wirklich ernst zu nehmen. Das Demokratische wirklich ernst zu nehmen und jetzt noch das Brüderliche. Eben wirklich helfen zu wollen. Und wenn das gelänge, ja, und es wird gelingen, es werden die Zeiten sich ändern. Ja. Das haben wir ja gerade in letzter Zeit öfter gehört. Was ich aber meine mit, dass sich was ändert, ja, die gesamten gesellschaftlichen Verhältnisse werden eine wirkliche Wendung nehmen. Ja? Und es ist eine Mutfrage, die Gesellschaft umzugestalten. Ja? Und wo immer ich über diese Dinge überhaupt sprechen darf, ist immer unter anderem die Frage, können Sie sich vorstellen, kannst du dir vorstellen, die Gesellschaft jetzt wirklich zu verändern? Wie oft ich da sowas als Antwort bekommen habe, wie soll das gehen? Es geht, wenn wir das wollen. Und ich hoffe, wir wollen. Gerade in der Jugend ist das Gender-Thema sehr aktuell. Können Sie erklären, warum man die Begriffe Brüderlichkeit und Geschwisterlichkeit nicht gleichsetzen kann? Wir haben Brüderlichkeit. Wir haben Geschwisterlichkeit und wir brauchen eben auch noch Schwesterlichkeit, wenn man erstmal die drei Begriffe zusammen haben muss, um sie zu verstehen. Und dann wird man merken, bei der Brüderlichkeit, da hat es was mit uns allen zu tun. Und bei der Geschwisterlichkeit, so wie ich es verstehe, ist es eigentlich das Verhältnis zwischen uns, ja, von einem Menschen zum anderen. Und das wäre dann die Gleichheitssphäre. Da gehört eigentlich die Geschwisterlichkeit hin, der Umgang der Gegenseitigkeit. Und die Schwesterlichkeit, weil die gehört genauso dazu, die gehört eigentlich in den Bereich des Denkens. Dass man merkt, im Denken ist ja ein geistiges Element. Dann hätten wir Schwesterlichkeit in diesem Bereich des Geistigen. Dann haben wir die Geschwisterlichkeit in dem Sozialen, das wäre das Gleichheitselement. Und dann haben wir eben das Brüderlichkeitselement, über das wir ein wenig gesprochen haben. Sie sagten nämlich, der heutige Mensch braucht eine neue soziale Empfindungsfähigkeit. Würden Sie das bitte näher ausführen? Ich ahne etwas, aber ich kann es nicht in Worte fassen. Ja, wir sind beim nächsten wirklich großen Problem, das verstanden werden will. Denn es heißt ja eine neue soziale Fähigkeit. Daraus wird deutlich, dass es etwas, was der heutige Mensch eigentlich noch nicht hat.
Also es ist ein Zukunftselement, was aber erlernt werden müsste. So, was ist das? Man könnte es zunächst andeutungsweise so beschreiben, ein Gespür zu entwickeln, was eben dann Empfindung werden würde, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse, so wie sie jetzt sind, eigentlich eine Art Abschluss gefunden haben. Die gibt es noch, gibt es auch noch eine Weile, aber das will sich wandeln und das wird sich wandeln. Und wenn jetzt diese Fähigkeit, diese neue soziale Fähigkeit eben sich entwickeln könnte, dann würde es mit einer gewissen Ruhe sich umwandeln können. Die Gefahr dabei ist, dass wenn was wirklich Neues kommen soll, dass natürlich die alten Kräfte alles dran setzen, dass es möglichst nicht kommt. Aber es kommt. Also da können wir ganz in Ruhe drauf hinschauen. Aber es ist eben kein passives. Ja, also es ist nichts, wo man jetzt so macht und sagt, naja, wird ja kommen das Neue, dadurch würde es nicht entstehen. Sondern was jetzt wirklich notwendig ist, man könnte sagen, aufzuwachen. Ja, deswegen klimprig manchmal so ein bisschen zwischendurch. Aufzuwachen, dass ich, aber ich meine jetzt nicht nur mich, sondern ich meine eigentlich jeden Menschen damit, dass ich ein Gespür entwickle für die gesellschaftlichen Verhältnisse im Sinne, sie wandeln zu wollen. Und zwar aus dem Grunde, weil wenn man wirklich reinspürt, also wenn diese Fähigkeit, und Menschen haben die schon ein Stück weit, ja, aber diese Fähigkeit, ja, es muss sich etwas Grundsätzliches, Gesellschaftliches wandeln und ich muss dabei aktiv werden. Und dieses Aktivwerden nicht im Sinne von du musst, das hat überhaupt keinen Sinn, sondern dass deswegen neue soziale Fähigkeit, etwas, was innerlich ist, dass ich dieses Interesse entwickle, so wie es ist, ja, wenn wir wirklich ein Bild nehmen wollen, das, was jetzt ist, man könnte sagen weltweit, aber wir bleiben mal bei uns, ja, das hat so eine Entwicklung. Das geht von selbst. Da muss man weder schubsen noch kritisieren, das kann man einfach laufen lassen, weil es geht abwärts von selbst. So. Und die ganze Kraft sozusagen umzuwandeln, nicht einfach da mitzuschwimmen in diesem Strom, sondern eigentlich diese Entwicklung, ja, das wäre das Neue. Ja? Und zwar durch die Eigenständigkeit eines jeden von uns. Diese Fähigkeit, die gesellschaftlichen Verhältnisse zu erspüren, dass diese Entwicklung, man könnte sagen, auf ganz natürlicher Ebene stattfindet. Das geht von selbst. Und dies hier, das wäre das Neue. Und das geht nur durch die Kraft des einzelnen Menschen. Und das ist eigentlich der zunächst entscheidende Punkt. Ja? Eine neue Fähigkeit heißt immer, dass der einzelne Mensch für etwas aufwacht und dadurch, man könnte sagen, durch ziemliche Schmerzprozesse aufwacht dafür, dass ich meine jetzt aber jeden Menschen, dass ich selber etwas gestalten kann, indem ich im Gefühl, im Gespür habe, ja, das, was jetzt ist, ja, das sieht ja alles so ganz ruhig aus und so, das geht kulturell gesprochen, es geht einfach unter, das geht wirklich unter. Ja, und das ist nicht eine Schwarzseherei oder irgendein Rumgemunkel, sondern das ist Teil der sozialen neuen Fähigkeit, dass man das erkennt und das kann man laufen lassen. Man muss dann dagegen nicht kämpfen, ja, dass es erhalten bleibt, ja. Sondern alle Kraft, und das ist das Neue, alle Kraft in den neuen Impuls, in das Aufsteigende hineinzukommen. Und dafür eine Liebe zu entwickeln für dieses Neue. Das wäre ein echter Anfang. Sie haben gesagt, es wird passieren, dieser Wandel. Warum sind Sie sich da so sicher? Und eine zweite Frage wäre, wann wird es passieren? 5 Jahre, 10, 20? Ja, auf die Frage habe ich eigentlich schon innerlich gewartet.
Die Frage lautet eigentlich, wenn ich das zusammenfasse, weil sie sehr, sehr wichtig ist. Wann ist die Zukunft in der Gegenwart? Die Zukunft ist längst da. Und auf dieses Aufwachen läuft diese Fähigkeit hinaus. Sie ist da. Die Kunst ist, dass man, wenn man erkennt, dass sie da ist, dass man wirklich diese Bereitschaft hat, aufzuwachen. Weil was oft geschieht ist, man ist einen Augenblick wach, ja, doch, scheint zu stimmen. Und ich schlafe wieder ein. Ja, ist ganz menschlich. Aber dieses Neue ist, zu erkennen, dass die Zukunft immer auch schon in der Gegenwart ist. Wir werden darauf dressiert, die Zukunft ist da hinten. Nein, die ist jetzt! Inzwischen habe ich verstanden, dass Ihnen diese soziale Frage sehr am Herzen liegt. Also Sie sprachen ja sogar mehrmals von der brennenden sozialen Frage. Mich würde interessieren, ob Sie aus Ihrem Leben vielleicht ein, zwei markante Erlebnisse berichten könnten. Wäre das möglich? Ja, kann ich machen. Bitte. Das Erste, was ich erzählen kann, da werden Sie vielleicht so das Empfinden haben zunächst, das hat gar nicht so damit zu tun, aber es hat damit zu tun. Ich bin etwa so 5 Jahre alt, lebe in einem Kinderheim und dieses Heim ist ganz nah am Rhein. Und so ist irgendwie November, Nebelstimmung und ich laufe alleine in diesem richtig dichten Nebel runter ans Ufer. Man riecht die Muscheln, man hört so das leise Plätschern. Und da gibt es so Steine, da kann man raufkriechen, da hat man links und rechts Wasser, aber man ist wie im Wasser. Und der Nebel ist so dicht, dass man eigentlich nichts sieht. So, da hocke ich mich hin und jetzt höre ich, also ich sehe nur Nebel, wirklich nur Nebel. Und jetzt höre ich, das ist das eine. Und das zweite macht ungefähr. So, und jetzt, also wie im Traum, aber ganz wach dabei, taucht eine Frage auf. Und die, wenn ich die jetzt heute als alter Mann sage, ungefähr so lauten: Woher kommen die? Und wohin fahren die? So, und diese Frage, woher kommen wir und wohin gehen wir? Ja. Und dieses Erlebnis, das ist immer präsent. Ja, ja. Jetzt 70 Jahre. Das wäre das Erste. Aber jetzt, die Nächsten kommen dann näher darauf hin. Aber das war der für mich entscheidende Punkt. Es gibt mehr, als man sieht. Ein zweites Erlebnis. Ich bin ungefähr 14 Jahre alt, schon richtig in der Pubertät. Also die Erwachsenen können gar nichts mehr machen. Ich bin im Heim und abends gibt es immer ein Treffen von allen Jugendlichen in einem großen Kreis. Und plötzlich, wenn man es jetzt in Worte fasst, ist ja ohne Worte. Was ich da erlebe, ist, das, was du jetzt hier als junger Mensch erlebst, das wird in Zukunft in deinem Leben sozusagen Wirklichkeit werden. Du wirst immer mit vielen Menschen zusammen sein. Und dieser Moment, der hat sich eben auch so eingebrannt. Und mein ganzes Leben besteht eigentlich
aus sowas, ja, mit anderen etwas machen zu wollen. Später nenne ich es dann Zusammenarbeit. Da kommen wir dann wahrscheinlich durch Ihre Fragen noch näher drauf. Also der entscheidende Punkt ist, man erlebt eine Situation und jetzt haben wir Zukunft. Ja? Es ist völlig, ich weiß sofort, was es ist, könnte es aber nicht erklären. Und dann, sieh da, heute kann ich bestätigen, das hat sich erfüllt, dieses Gemeinschaftliche. Man könnte sagen, da ist dieses Erwachen, dass die soziale Frage etwas ist, was mich wirklich interessiert. Das wäre das Zweite. Und nun, aller guten Dinge sind drei? Ja. Jetzt bin ich schon etwas älter, 17, 18 so ungefähr. Da spielen zwei Erlebnisse zusammen. Es gibt ein Büchlein, das heißt Zen und die Kunst des Bogenschießens von Herrigel. Das ist so ein Dauerbrenner. Da passiert was sehr Merkwürdiges. Dieses Buch kriege ich von meinem Onkel, der reicht es mir so rüber, kann dich interessieren. Ich lese das und bin total begeistert. Und jetzt passiert was sehr Merkwürdiges. Ich lese dieses Buch und das, was ich jetzt gleich sagen werde, steht da aber nicht drin. Ich lese dieses Buch und habe eine unglaubliche Begeisterung, weil das ist eine Schilderung, wie ein Mensch eine eigene innere Entwicklung macht. Und dieses innere Entwicklung, ja, also der kämpft wirklich, ja, kann ich schwer empfehlen, dieses Ding. So, ich lese das und es passiert Folgendes. Ich klappe zu und plötzlich weiß ich etwas. Ich weiß etwas, ja, das ist jetzt wirklich wichtig. Ich klappe das zu und ich weiß, dass es wiederholte Erdenleben gibt. Ja? Und für mich ist das Merkwürdige, dass ich das weiß. Also nicht glaube, sondern ich weiß es. Ja? Ich kann es nicht erklären, aber es war wie mit einem Schlag da. Ja? Kendo ist jetzt die Schwertkunst. Nicht? Da wird beschrieben die Bogenkunst und jetzt wird Kendo. Das war mir immer sehr nah. Und jetzt lese ich zufällig, in Berlin kommen die ersten Kendo-Leute. Das ist eine Turnhalle in Schöneberg und ich gehe sofort, das erste Mal bin ich dabei. So, ich bin total begeistert innerlich jetzt von dem seelisch-geistigen Schulungsweg, der das ja ist. Ne, was da außen ist, das gehört dazu, aber es geht um dieses Innere. So, jetzt komme ich dahin, sind zwei junge Männer, waren ungefähr 3 Jahre in Japan, die haben da gelernt und die konnten wirklich was, ja. Aber für die war das ein Sport. Und ich sage, um Gottes Willen, ist ja kein Sport. Ja? Also ich war 2 oder 3 Mal da. Jetzt kommt wieder der nächste Schritt. Ich sage, nee, das interessiert mich nicht. Ich will keinen Sport. Ich wollte diese seelisch-geistige Schulung angehen. Ich erzähle ja nur Erlebnisse, ja? Das ist nichts irgendwie ausgedacht oder so. Ich kriege eine ganz tiefe Trauer, wie ich da rausgehe, weil es klar, da brauche ich nicht weiter hinzugehen. So, und jetzt passiert Folgendes, also nochmal, ich erzähle nur ein Erlebnis, dass ich plötzlich dieses Empfinden habe, ich nehme mein Schwert ab und lege das unter einen Baum. Ja, äußerlich, wenn mich einer gesehen hätte, hätte der nichts gesehen. So, und dieses Schwert ablegen, das war ein ganz zentraler Punkt in meinem Leben, weil mir klar wurde, du sollst jetzt sozusagen etwas machen, was ganz Neues ist. Dies kennst du. Also nicht den Sport, sondern das andere, das kennst du. Ja? Was jetzt ansteht,
Ich muss das irgendwie verwandeln. So, und das ist jetzt wieder die soziale Frage. Ja? Das, aber jetzt müssen wir wieder einen Sprung machen. 20, 30 Jahre, dass sich das langsam entwickelt, ist entstanden das, was ich dann Sozialkunstgestaltung nenne. Sie haben ja für unser heutiges Gespräch vorgeschlagen, dass wir das Thema die Krise des Geisteslebens. Was ist denn damit bitte gemeint? Die Krise des Geisteslebens hat zu tun mit dem Problem des Einheitsstaates und andererseits mit der Weltanschauung des Materialismus. Die zwei Aspekte sind unendlich wichtig, dass wir die verstehen. Durch den Einheitsstaat entsteht eine Situation, dass er eigentlich alles zusammen haben will. Er will wie ein Übervater alles dirigieren. Er hat für das Rechtsleben ist er zuständig und für die anderen Sachen eben eigentlich nicht. Und das Problem entsteht dadurch, dass der Staat jetzt in andere Gebiete hineingreift, wo der heutige Mensch eigentlich frei sein sollte. So, und dieses Problem, dass der Staat nichts, das ist die Machtfrage natürlich, der Staat nichts abgeben will von dem, was er sich erobert hat. Denn das, was wir heute Einheitsstaat nennen, ist nicht so eine alte Sache, ja? Sondern es ist überhaupt erst entwickelt. Und so wie der Einheitsstaat seinen Sinn hatte, hat er ihn heute nicht mehr. So, und das, was wir schon mal angesprochen haben, ja, diese Perspektive des Abwärtsgehens, hat damit zu tun, dass der Staat in etwas hineingreift und dadurch lähmt. Und das ist eins der Probleme. Da gehen wir dann noch näher drauf ein. So, und von der anderen Seite her ist eben die Weltanschauung des Materialismus, und das ist eine Weltanschauung wie eine unter vielen, dass die sich so ausgebreitet hat, man kann sagen weltweit, dass dadurch ein echtes Problem entstanden ist. Man kann eigentlich sagen, das hört sich etwas skurril an, aber ich glaube, dass es die Situation recht gut charakterisiert. Der Materialismus ist eigentlich eine atheistische Weltreligion geworden. So, und dieses Problem, dass der Materialismus, ja, wir sind im Denken eigentlich. Ja, es ist eine Anschauung der Welt. Man kann sie so ansehen und sie hat eine ganz bestimmte Berechtigung. Und das Problem entsteht, wenn man materialistisch denkt, wo man eigentlich lebendig denken müsste. So, und da setzt dann das eigentliche Problem ein, dass etwas anfängt zu kränken, weil es seine Wirkkraft in etwas hineinlenkt, wo es eigentlich nicht hin soll. Sodass man zunächst sagen kann, unsere heutigen gesellschaftlichen Verhältnisse sind krank. Ja? Das ist weder ein Schwarzsehen, sondern es ist eine Tatsache. Das Problem ist aber die Machtfrage. So, wenn wir eine Demokratie sind, dann müsste das ganz einfach zu lösen sein. Sodass eigentlich da gar kein Problem sein muss. Die Macht gehört den Menschen. Schauen wir zunächst auf die Frage des Geisteslebens jetzt mal als ganz Großes. Dann können wir finden, es gibt drei Bereiche. Man könnte das eine zusammenfassen, erstmal so die Wissenschaft. Dann haben wir die Kunst. Dann haben wir irgendwie die Weltanschauung, man kann auch sagen die Religionen. Aber ich würde lieber Weltanschauung sagen, damit der Materialismus da auch reinpasst. So, das sind die drei großen Bereiche im Geistesleben. Jedes Geistesleben hat diese drei Bereiche. Und wenn man jetzt hinschaut, was ist diese Aufgabe in diesen drei Bereichen, dann wird man entdecken können, dass es immer, immer um den einzelnen Menschen geht. In irgendeiner Weise der Erziehung, der Bildung, ihn in seinen Fähigkeiten zu fördern. Wie kann man das am besten machen?
Ganz sicher nicht durch staatliches Allgemeines. Ganz sicher nicht. Was wir brauchen ist, dass jeder, der erzieht oder der lehrt oder der eben hilft, die Fähigkeiten eines Menschen zu entwickeln, muss die Freiheit haben, einzugehen bei dir so und bei ihm so. Und dieses Element, dass damit es optimal möglich ist, den einzelnen Menschen zu fördern, muss der, der das tut, frei sein. Wir sprachen in der Pause eben von der Allmacht des Staates und von der Übermacht der Ökonomie. Also der Staat braucht Macht, weil er für das Recht zuständig ist und dass man das Recht durchsetzen kann. Wir brauchen auch die Macht, dass Demokratie wirklich stattfinden kann. Also das ist notwendig. Und mit dem, was aber darüber hinaus ist, dann wird es eben eine Allmacht. Das heißt, da ist diese Tendenz, sich immer weiter auszudehnen und immer mehr zu umgreifen, anstatt immer weniger Staat zu werden. Mhm. Wird ja ab und zu gesagt, immer ein bisschen weniger Staat. Nein, es wird zurzeit immer mehr Staat. Ja. Das liegt in der Tendenz. Wir hatten diesen Gedanken schon öfter. Das, was langsam untergeht, will sich aufrechterhalten. Ja. So, dieses Problem ist ein natürliches, da muss man nicht schimpfen, sondern es einfach durchschauen. So, diese Allmacht, also diese Tendenz immer mehr, das muss man wirklich spüren, weil die, die in den einzelnen Bereichen arbeiten, die spüren das. Ja? Noch eine Dokumentation, noch eine, noch eine, noch eine, und man fragt, wo bleibt der Mensch? Ja, weg. Ja? So, das heißt, dieses Überborden, dieses immer mehr, diese Tendenz, die spüren schon viele Menschen, aber das ist etwas, das muss abgebaut werden. Das muss einfach ein Verzicht, einfach aus der Einsicht, ein Verzicht stattfinden, dass der Staat, das ist ja ein unmögliches Ding, der Staat, wer ist das? Ja. Letztlich sind es Menschen und jetzt kommt eben diese Machtfrage. Man sagt für die Menschen, aber man tut manchmal für die Menschen und nicht für die Menschen. So, das muss man alles nicht kritisieren, weil das wissen wir heute. Das ist kein Geheimnis mehr. Nur, dass man sich das angewöhnt und für natürlich hält, das ist unnatürlich. Ja. Ja, da ist etwas Ungesundes drin. Ja. So, und dann auf die Ökonomie bezogen, das merken wir nun ja auf allen Gebieten sehr deutlich. Das ist auch wieder etwas, was in der Tendenz, wir kommen aufs Wirtschaftsleben in Ruhe zu sprechen, auch auf das Rechtsleben. Wir sind ja erst dabei, das Geistesleben so ein bisschen zu erspüren, was ist da drumherum. Ja? Bei der Ökonomie ist das Natürliche, dass es immer weiter will, immer mehr, immer wachsen. Ja? Das ist die Tendenz, sodass die Beschränkung der Wirtschaft nur von einer anderen Seite kommen kann. Ja. Weil das ist natürlich, dass die Wirtschaft wachsen will. Und das ist richtig in sich. Wenn man aber jetzt schaut ins Leben und schauen sich die Bäume an, die mögen noch so hoch sein, es gibt einen Punkt, wo sie nicht weiter wachsen. Nicht? Das Märchen vom Wachstum, das stimmt ja heute nicht mehr. Ja? So, dieses Problem ist aber wichtig, weil es ein sehr schwer zu lösendes Problem ist, weil diese Übermacht, die eben ist gewaltig. So, und trotzdem sollten wir nicht in irgendeine Passivität verfallen, ja? Besonders ihre junge Generation soll sich nicht fürchten vor einer Macht, sei sie von staatlicher Seite oder von ökonomischer Seite. Ja? Die eigentliche Macht an der Stelle wäre ein freieres Geistesleben. Aber nicht ein wenig freier, sondern wirklich frei. Ja. So, da werden wir dann Schritt für Schritt drauf eingehen, was das nun wirklich heißt, ein freies Geistesleben. Aber das wird die Zukunft sein. Und das heißt dann wiederum, dass die Ökonomie zum Beispiel, ist ja unterschiedliche Zahlen, aber an der Universität fließen ungefähr ein Drittel der Mittel schon von der Wirtschaftsseite rein.
Wenn der Staat was gibt, dann will er immer was haben. Wozu? Mhm. Er soll doch eigentlich, wenn, das Geld geben, dass da was frei sich entfalten kann. Also, ja, wir sind an dem Punkt, wo wir erkennen sollten, dass etwas geordnet werden müsste, was irgendwie verknäult ist, was irgendwie so durcheinander ist und so verklebt und verkrustet ist, dass man glaubt, man könnte das nicht in Ordnung bringen. Dies dahin und dies dahin. Aber das ist die Aufgabe. Ich werde es öfter betonen, die gesellschaftlichen Verhältnisse sind krank. Ich will aber nicht auf dem krank herumreiten, sondern wenn ein Mensch krank ist, dann macht man doch keine Kompromisse, sondern man versucht, die Gesundheit herzustellen. Und wir machen auf das Staatliche bezogen und auf das Wirtschaftliche bezogen dauernd Kompromisse. Wir behaupten, Politik sei der Kompromiss. Nein, ist es nicht. Demokratie ist was anderes. Freiheit heißt ja irgendwas zunächst Unbegrenztes, nach allen Seiten offen. Und das Recht, das bringt eine gewisse Ordnung rein, wenn es wirklich Recht ist. Und das Recht, und da ist der springende Punkt, begrenzt immer. Immer. Denn wenn es frei ist, dann schreibt man kein Recht. Ja? So, das hört sich jetzt vielleicht logisch oder für jemand anderen nicht so logisch an, kann man ja rauskriegen, ob das stimmt. Aber was passiert, da fängt für mich zumindest die Brisanz an. Was passiert, wenn es sogenannte Freiheitsrechte gibt? Ja, also ein Recht auf Freiheit heißt, die Freiheit ist beschnitten. Wenn du als Ausgangspunkt nimmst die Diktatur, dann hört sich das gut an. Ja, aber dann brauchst du eine Diktatur und dann hast du aber kein Recht, sondern hast du Willkür, weil es Diktatur ist. Wenn man aber in einer, sagen wir mal zunächst, sogenannten Demokratie, wo diese Versuche sind, sich zu entwickeln zur Demokratie hin, denn Demokratie haben wir ja noch nicht, aber auf dem Wege sind wir. Und wir dann von Freiheitsrechten sprechen und das tun wir, dann entsteht ein Problem. Nochmal, wenn ein Recht beschneidet und man jetzt sagt, das Recht auf Freiheit, dann entsteht ein Problem. Denn Rechte kann man immer ändern. Ja, das ist auch nötig, weil manchmal sagt man eben auch, jetzt brauchen wir es nicht mehr, jetzt machen wir es anders. Aber Freiheitsrechte sind immer die Beschränkung der Freiheit. Und wenn man nicht richtig nachdenkt, dann sagt man eben, das brauchen wir, weil ich habe das Recht, frei zu sein. Und dieses Problem rüberzubringen. Und wenn man jetzt dem hinschaut, bis in die Menschenrechte, dann wird man eben finden, dass eine gewisse Reihenfolge beschrieben wird dort. Ja, da gibt es eine Präambel, die ist ziemlich lang. Amnesty sagt dann, ist leicht zu verstehen. Das ist nur leicht zu verstehen, wenn man es nicht versteht. In dem Moment, und ich habe mir die Mühe gemacht, weil das ist ja ein wichtiges Dokument, dann wird man eben finden, dass da eine ganz bestimmte Aussage als Grundlage ist. Was ist die Grundlage der Freiheit? Und jetzt wird behauptet in den Menschenrechten, das Recht sei die Grundlage der Freiheit. Das heißt, sie beruht auf diesem Recht. Dann wird man eben finden, wenn es Freiheit ist, dann ist es nicht vereinbar an der Stelle mit dem Recht. Und Freiheitsrechte heißt beschränkte Freiheit. Bitte, was ist ein sozialer Organismus?
Was wir zunächst sagen können, es ist etwas Lebendiges. Und in dem Moment, wo etwas lebendig ist, kann man es nicht einfach organisieren, sondern wir brauchen ein neues Verständnis für das Lebendige des Organismus. Ich erzähle mal eine kleine Geschichte, die ich im Radio gehört habe, wo deutlich werden kann, dass letztlich ein solcher Organismus immer, man könnte sagen, wie von selbst entsteht. Es war ein kurzer Bericht im Radio. Wurde von einem Flüchtlingslager erzählt. Ich glaube, es war Jordanien, weiß ich nicht genau, auf jeden Fall ein riesiges. Ja? Da ging es drunter und drüber, es war nichts organisiert. So, es fehlte an dem Nötigsten, keine Seife, kein Klopapier und nichts. Dann haben die sich zusammengetan, jeder gab ein bisschen Geld, wer hatte. Dann sind ein paar in die Stadt gefahren und haben die Sachen gekauft, hingebracht, es mit einem kleinen bisschen mehr verkauft. Und so ist es langsam, hat sich das entwickelt. Dann stellten sie fest, dass die Kinder und die Jugendlichen eigentlich nur Blödsinn machten, weil es war ja nichts zu tun. Also fingen sie an, bist du Lehrer, was kannst du lehren und so weiter. Ja? In kurzer Zeit war auf einmal eine Art provisorische Schule da. Dann, es waren sehr, sehr viele Menschen, also es wurde auch mancher Streit ausgefochten. Man löste das sehr einfach, indem man die Alten bat, könntet ihr, wenn solche Probleme sind, nicht vermitteln. So war der Bericht zu Ende. 3 Minuten, 4 Minuten. So, was haben wir jetzt eigentlich gehört? Ja, jetzt auf die Dreigliederung des sozialen Organismus. Das ist einmal das Wirtschaftsleben. Da ist ein Bedarf. Und wo Bedarf ist, muss es etwas geben, dass der befriedigt werden kann. Ja? Dann, die Kinder wollen zur Schule gehen, die wollen was lernen, Geistesleben. Ja? Und dann gibt es eben, wir sind Menschen, die Rechtsseite davon. Das heißt, das ist ein einfaches Beispiel, dass sich ein sozialer Organismus immer bildet, wo Menschen zusammen sind. Ja. Und nun ist aber die Kunst, die wirkliche Kunst, dass wir diese Gliederung hinbekommen und dass es eben nicht, was wir vorhin schon angesprochen hatten, dieses Verknäult und so dergleichen. Ja? Diese Gliederung, die ist notwendig. Und wir haben schon angesprochen, all die Dinge sind besonders wichtig für die Jugend. Ja? Wenn ihr das nicht versteht, kann der soziale Organismus nicht gesunden. Er wartet darauf. Und die Menschen warten darauf. Übrigens weltweit, nicht etwa nur in unserem Land. So. Und in dem Moment, und das wäre, wenn ich das so sagen darf, eure Aufgabe zu lernen, was ist Rechtsleben, was ist Geistesleben und was ist Wirtschaftsleben. Ja? Und in dem, weil das muss man wissen, denn wenn man es nicht weiß, kann man die Ordnung nicht herstellen. Und dieses Gespür zu bekommen, dass es um Lebendiges geht, es geht um die Menschen. Ein anderes Problem, von dem ich glaube, dass es eigentlich am Anfang steht, der Krise des Geisteslebens, ist, dass nicht nur da zu wenig Freiheit ist im Geistesleben überhaupt, sondern dass auch die Verantwortung da sein muss, dass wenn es frei ist, dann muss es auch selbst verwaltet sein. Auch da muss die Verantwortung bei denen liegen, die es tun. Sonst ist keine Freiheit möglich. Und an der Stelle ist jetzt aber genau der Start. Ja, vielen Dank. Mir fallen jetzt gar keine kritischen Rückfragen ein. Ich glaube, wir sehen uns dann einfach das nächste Mal. Oder hast du noch Fragen jetzt? Ich muss das erstmal verdauen. Ich wüsste nicht, woran ich da jetzt Kritik zu üben hätte, weil erst muss ich es verstehen, oder? Ich weiß nicht, wie wir das hinkriegen können. Weil ich brauche ja irgendwie die Spannung für den Zuschauer. Also ich muss ja irgendwie eine Geschichte erzählen und da irgendwie einen Bogen. Also wir brauchen irgendwie, wenn wir jetzt nur das, was er uns erzählt, nur unterstützen und nur bejahen und hochloben,
Es fehlt so eine zweite Meinung, gell? Genau. Also irgendwie so eine andere Seite, was ein bisschen Kontrast und Spannung reinbringt. Und mir fehlen diese kritischen Fragen. Ich kann sie nicht stellen. Aber das, was also, Ben sagt, ja, das verstehe ich schon auch. Das ist einfach sowas. Ja, klar, aber ich bilde mir immer eine Meinung aus zwei verschiedenen Positionen, weißt du? Aber er hat ja recht, wenn er sagt, genau. Wir haben ein durchökonomisiertes Leben, wir haben eine Religion, die aus, das Geld wird angebetet und der Fußball wird angebetet und sonst, ja? Es ist auf jeden Fall total schwierig, irgendwie diese Fragen auf Fragen zu kommen, die jetzt ihn irgendwas widersprechen könnten, oder weil das, was er sagt, das er will was ist loswerden. Erstmal das was, ist ganz was man nicht dumm. Verneinen kann. Ja. Kann man nicht, eben. Aber ich weiß nicht, ob die Menschen schon so sind, dass sie das alles können. Nur, ich glaube, wir sind noch an dem Punkt, wo wir nicht genau wissen, ob das alles richtig ist. Genau. Und wir wollen, das kritisch, irgendwie dann eine kritische, genau. Also ja, das ist sehr gut. Ja, aber dann drückt euren Zweifel aus. Ja, das Problem ist, wir können, also wir, die einzelnen Gedanken, wir finden keinen Zweifel. Wir finden, wenn wir das durchdenken, sind wir noch nicht imstande, da Kritik zu üben. Wir sind quasi noch nicht in dieses Thema so eingearbeitet, dass wir müssten ja uns besser auskennen als er, um unsere kritischen Gedanken zu äußern. Und das sind wir nicht. Mich treibt immer die Frage an, wie kommt ein Mensch wie Sie dazu, sich als Penner in Berlin und sonst wo auf diese Weise zu betätigen, wie Sie das hier machen? In Ihrem Alter. Was treibt Sie an, das zu tun? Ich war ja schon 2-3 Jahre beim Film. Und es wurde in Berlin, das ist 1966, das ist eine ziemlich politische Zeit. Es waberte schon überall. Da kam jemand auf die Idee, eine Filmkooperative zu begründen. Und da trafen sich in Berlin ungefähr 50 Leute, die irgendwie mit Film zu tun haben. Jetzt stellte sich jeder in der Runde vor. Da war einer dabei, der sagte ungefähr, ich bin Gärtner und Philosoph. Und ich beschäftige mich mit einem deutschen Philosophen und dessen Thema ist Sprache und Bewusstsein. Bewusstsein, Sprache und Bewusstsein, ja? So, und in dem Moment kennt er solche Situationen. Den musst du hinterher gleich ansprechen. Das habe ich dann auch gemacht. Daraus ist eine lebenslange Freundschaft entstanden. Ist jetzt vor einigen Jahren gestorben. Aber es war eigentlich die intensivste Freundschaft in gewisser Weise. Sprache und Bewusstsein. So, und jetzt kommt, wirft dieser Philosoph eine Frage auf. So, als Anfang. Warum kommt es nicht zur Sprache? Warum kommt es nicht zur Sprache? Und das ist eins meiner Lebensthemen geworden. Die Sprachlosigkeit und die Überwindung davon. Das wär's. Also ich bin ungefähr 25 Jahre alt, habe mich schon in der spirituellen Welt da und dort umgesehen. Und ich habe immer gesucht, das Praktische, ja, dass ich irgendwas üben kann, woraus sich irgendwas entwickelt. Ich wusste eigentlich immer, jetzt in Anführungsstrichen, man kann sich selbst mit sich selbst arbeiten. Man kann irgendwas verwandeln. So wie du bist, muss es nicht bleiben. Da kann ich selber irgendwas dran machen. Ja, deswegen immer dieses Praktische. Ich liege nur auf dem Bett, bin irgendwie einen Augenblick wirklich entspannt, ja, richtig flach. Und plötzlich erlebe ich, ungefähr einen Meter höher, da bin ich. Und in dem Moment, wo ich mir das bewusst wird, zerfällt mein Körper in diesem Augenblick, also in dem, zerfällt er wie Asche. Und da kriege ich einen Schreck, wieder drin. Und das für mich, durchs ganze Leben, der Mensch kann nicht nur aus Leib bestehen. Ja. Denn das Bewusstsein war voll da und ich wusste, dass ich aus dem Leib raus war. So, jetzt bin ich 34,5 Jahre.
Und wie ich heute weiß, ist dieser Moment, den ich jetzt schildern will, eben die Hälfte meines Lebens gewesen. Jetzt gar nicht so an Jahren, ich bin etwas drüber. Aber interessant für mich ist, dass jetzt in diesen Tagen vor 40 Jahren dieses Erlebnis war. Also 20 Jahre im alten Jahrhundert und 20 im neuen. Das aber nur so nebenbei. Gut, dann habe ich eben Wolfgang Wegener kennengelernt. Das wollen wir in aller Ruhe hören. So, und ihm verdanke ich eigentlich in gewisser Weise, mein Leben. Was jetzt geschieht, ist, dass ich durch ihn am ersten Tag bei der ersten Begegnung, geht es irgendwann nach Gesprächen, runter in seine Bibliothek, ungefähr 5000 Bücher, also alles voll. Und da stehen so lauter so violette Bände und rote Bände und braune Bände, keine Ahnung. Und da zieht er ein Buch raus und gibt mir das und dann gibt er mir noch ein kleines Büchlein dazu. So, und dann lese ich das erste Mal in meinem Leben den Namen Rudolf Steiner. Erste Mal, ja, 34,5 Jahre. Und dieses Buch heißt Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten? Und sagte, eine haben Sie mal hier in der Tasche und das andere Buch in der anderen Tasche. Beides sind Schulungsbücher. Ja. So, jetzt sitze ich im Bus auf dem Weg nach Hause und fange zum Glück, habe ich mir angewöhnt, auch die Vorworte zu lesen. So, ich fange an, lese dieses Büchlein, also das erste Vorwort im Bus. Und plötzlich ist wieder diese Situation, ich lese ein Wort. Und dieses ist ja ein geistiger Moment. Und da nimmt man ja unglaublich viel wahr, da kann man dann jahrelang von Leben, von Zehren. So, und dieses Wort, da wusste ich, ja, jetzt wieder wusste, nicht glaubte, sondern wusste ich, das ist es. Das hast du gesucht. Und das war's. Und dann fing ich an, eben Anthroposophie zu studieren und hatte eben, aus meiner Sicht, eben dieses große Glück, wirklich einen Menschen zu haben, der das lebte.